Kann ich die Sachen eigentlich auch wieder zurückbringen? Das ist eine Frage, die sich mir stellt. Oder bin ich einfach so? Was? Eine Djembe-Trommel? Was ist denn eine Djembe-Trommel? Ich nehme den Cellobogen. Ich klaue hier alles. Okay, keine Ahnung. Hallo Chaos. Nimm das Look, Cello auch noch mit. Auf jeden how does Fall. one open a piano front? Now, what do you know? Oh Gott, bitte was? Something's blocking these keys from the other side. I don't know a great deal about musical instruments, but this doesn't look expensive. Ein Whiskyglas, geil. Music sheets. Presumably Theo's songs. I, guck mal, die ist schimmelig. I, guck mal, wie Bebe. Oh Gott, bitte was? Wo ist das Notenblatt? Ich brauche die Noten. Ich muss bestimmt was spielen. Wo ist es? Wo war das nochmal? Da oben. Okay. Okay. D. E. Oder? Ja. Müsste E sein. Ja, müsste E sein. Es ist auf der Linie, richtig? Ja. D. E. Okay, ich mache ein Foto. G, D. Okay, jetzt hör auf zu meinem Controller. Ich brauch wirklich einen neuen Controller. Ist ja schlimm. Scheiß auf Switch-Controller. Ich brauche einen Xbox-Controller. Okay. Ich habe bestimmt auch im Spiel wirklich ein Foto gemacht, aber ist ja egal. Oh, das wird ja lustig. Oh, ich erkenne nicht mal, wo die Noten sitzen. Ja, das wird schon passen. Da ist gar nichts. Da steht ja nichts dabei. Das wird schon passen. Okay. Scheiße. Warte, das ist gut. C fängt da an. Okay. C. C ist immer vor den Zweiern. Das heißt. D. Oh Gott. Das ist immer das Gleiche. Ah, jetzt geh. Ich brauch die. Hey Leute, echt, ich brauch die. He's a slob. Das ist mir auch vorher schon aufgefallen.
Warum? Okay, muss ich das jetzt nochmal versuchen? Ja, das, ich muss noch eins hoch. Aber dieses Mädchen im Klavier versteckt. Ich glaube auch, aber das geht halt so nicht. Okay, warte. Das kann aber nicht sein, oder? Okay, wir machen erstmal, was wir wissen, okay? Wir haben ja noch den Schürhaken. Wir können ja noch an den Kamin gehen. Ich werde richtig gut im Rollstuhl fahren. Guckt euch das mal an, wie gut ich bin. Arzneihinweise. Produktnummer für Paracetamin 1224, 12 Kautabletten mit Pfefferminzüberzug. Produktnummer für Benzindryl 1225, 6 wasserlösliche Päckchen bei Migräne-Kopfschmerzen. Dürfen nicht mit anderen Schmerzmitteln eingenommen werden. Produktnummer für Penicillin-Tabletten 1226. Alter Leute, das ist aber teuer. Tabletten für 6 Tage gegen Abszesse oder Mandelentzündungen. Experimentelle Formel. Produktnummer für Warfardine 1227, blutverdünnende Tabletten ab 19.01.1954 im Handel. Produktnummer für Novocol 1228, darf nur von einem Arzt verschrieben und von geschultem Personal verabreicht werden, nicht für Kinder unter 10 Jahren bestimmt. Produktnummer für Penicillin-Spray 1229, blutverdünnendes Spray zur oralen Anwendung. Das Produkt wird am 16.09.1955 in Großbritannien in den Handel kommen. Produktnummer für Sofine 1230, 100 Milligramm Flasche plus eine Spritze bei Schmerzen, hilft gut bei Nierensteinen und Ischias-Beschwerden. Produktnummer für Benterol 1231, blutverdünnende Tabletten, nicht für Personen über 21 geeignet. Produktnummer für Chlorosin 1232, 4 Tabletten bei Krampfadern, kühl aufbewahren. Produktnummer für Ketramol 1233, males Steroid für Verbrennung und leichte Gewebschädigung. Produktnummer für karophenisches Acetol 1234, Letten, also Tabletten wahrscheinlich als Zäpfchen, Anwendung zweimal täglich. Kostet aber ganz schön viel. Morgen wird abgefragt. Ja, mitschreiben. Seems to be a list of medicines. Chat, ich bin verwirrt. Warte mal, ich wollte eigentlich da zurück. Ich meine, die Taste geht nicht. Nothing interesting. Wie nothing interesting? Das weißt du einfach so, weil du drauf geguckt hast. Klebeband. Die haben auf jeden Fall entführt. Ganz ehrlich, die haben auf jeden Fall entführt. Klebeband hast du nicht sonst. Ich muss mich ja wieder normal hinsetzen. Ich gammel hier so. Können wir einfach gehen? Ich will das mit der Musik nicht machen. Jetzt geh rüber. Wieso habe ich den Kack-Dings vom... Warte mal. Warum habe ich den Cello-Dings? Warum habe ich den Cello... ihr wisst schon. Warum habe ich den? Ich meine, ich kann damit ja nichts tun. Mit Fuß unter die Couch, richtig. Ich kann auch den nicht... Also keine Ahnung, aber auf den Teppich komme ich nicht. Komm mal auf den Teppich. Blockiert alles von innen die Klaviertasten. Ja, aber wie denn? Wie komme ich denn nach innen? Was muss ich denn machen? Hier gibt es ja auch keine Schrauben.
Hä, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich kann hier nicht mehr interagieren. Was mache ich denn jetzt? Mann, wie funktioniert denn ein Klavier? Was weiß ich denn? Ach so. Ja, das macht Sinn. Geld. Das ist viel für damals. 45 pounds. If I were a lesser man, I'd take it and live comfortably for the rest of the year. Geil. There's no way Theo's boss pays him this much. Annabelle. It's Shirley. Damn. It's Annabelle's sister. Das geht immer noch nicht. Halt jetzt die Schnauze. Posting the key back through the door. Ja, geil. Okay, okay, guck mir. 360 ausmachen. 180. Was? Awesome, wieso bist du denn jetzt auch gelb? Wow, wow. Unter welcher Door eigentlich? Unter der Door? Nee. Oder der Haustür. Was ist mit euch? Und hallo, Lolitary. Jetzt kannst du die ganzen Pillen kaufen. Geil. Ach, da ist er ja. Under the door, Alter. Das ist einfach nur der Briefschlitz in der Tür, nicht unter der Tür. Was ist denn mit dir? Eigentlich können wir jetzt gehen. Jetzt haben wir die Schlüssel, oder? Ich kann mit Domino spielen. Ich konnte damit nichts machen. Wo bin ich denn? Ich sehe nichts. Chat, Alter. Oh, oh, oh. Da oben. Ich habe halt alles einfach geklaut. Wieso habe ich den Cello-Dings? Und was ist hiermit? Wenn die Tür umkippt, ist er unter der Tür. Ja, da hast du recht. Soll ich einfach gehen? Ich hab... Also, warum habe ich denn... Warum? Ich kann kein Cello spielen. Also, ich habe ja wirklich versucht, aber da... Wieso habe ich Holzkohle? Ach, ich hätte mit der Kohle, hätte ich auch die Nachricht machen können? Habe ich vielleicht einfach... Also, habe ich die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen? Kann es sein? Ich hätte auch den Cellobogen zum Beispiel für den Brief nehmen können? Ich krieg ja normalerweise immer Aufgaben. Entschuldigung. Da ist ja nichts mehr, ne? Da ist noch was. Ach nee, doch nicht. Doch nicht. Noch grillen, nehmen wir erstmal mit. Gibt Schlimmeres? Okay, ich habe irgendwas noch nicht. Wo waren wir denn noch nicht? Vielleicht doch noch in der Küche. Oder kann ich durch die Tür? Ah, okay. Ich dachte, da komme ich auch raus. Ich dachte, wir haben zwei Ausgänge.
Schlüssel 3 ist es. Ich nehme die 3. You can tell a lot about a person from their bedroom. So hübsch. This is clearly Annabelle's space. Ja und? Lass sie doch. Ich sehe schon wieder ein Vorhängeschloss, ne? Annabelle Meredith McKee, was du getan hast, ist unfassbar. Du hättest wegen dieser Sache mit mir reden sollen. Ich bin deine Schwester, verdammt nochmal. Ich hätte dir das schon ausgeredet. Sei froh, dass Mutter nicht mehr sehen kann, wie du dich unmöglich machst. Du hättest mir davon erzählen sollen. Ich bin zwar stinksauer, aber trotzdem für dich da. Wir sind schließlich Schwestern und das wird sich nicht ändern. Ich werde dein Geheimnis für mich behalten, aber wir sollten wirklich bald einmal miteinander sprechen. Deine Shirley. Das klingt nicht nach, oh, du hast gerade ein Baby entführt. Also ich finde, das klingt nicht so. Okay, wer sich da breit macht. Lippenstift. Wir müssen alles bewegen, das wisst ihr. Kann ich die öffnen? Nö, gut. Expensive lipsticks. Ja, lass sie doch. Surely Theo's wage can't pay for all this. Habe ich das jetzt aufgemacht? Ah, jetzt. Ach. Ja. Parfum. Noch mehr Parfum. Blue Mist. Looks brand new. Oh, was für ein Mist, ey. Weiß er denn bitte welche? Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er als Privatdetektiv einfach eine Ausbildung zum Make-up-Artist und weiß es das? Keine Ahnung. Okay. Neue Aufgabe, klar. Kein Thema. Wann haben sie geheiratet? Interessiert niemanden wahrscheinlich. Okay, kann ich nichts machen. Ich bin ganz schön tief drin, würde ich sagen. Annabelle is obsessed with cleaning. Und die Zahnpasta hat den Deckel drauf. Ist hier kein Schrank dahinter, okay. Hä, kann ich nicht darunter? Warum kann ich das? Absolutely spotless. You'd never even know a mechanic lived here. Erstmal baden. Chat, wollen wir baden? Einer nach dem anderen. Immer schön weiter ins Dreckwasser rein. Was sagt ihr dazu? Wer will zuletzt? Chlorosol. Chlorosol mit Lavendelduft, Bleiche, nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt. Bei Gebrauch mit anderen Chemikalien können giftige Dämpfe entstehen. Genau. Bei Verwendung auf Baumwolle entstehen helle Flecken. Verwendung mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten kann zu Salzablagerung führen. Bei längeren Arbeiten soweit möglich Schutzhandschuhe tragen. More bleach. Ja, vielleicht hat die auch einfach wirklich eine Psychose. Smells fresh. So dass sie echt... The whole place is clean. Ja, vielleicht hat sie einfach Angst vor Bakterien und Viren und so. Vielleicht ist sie da einfach so. Ich finde jetzt nicht, dass das bedeutet... Warum Inventar? Hä, hier ist doch nichts. Hä, warum? Wieso Inventar? Eau de Chant. Du willst zuletzt, ich weiß nicht. They had a view of Mr. Morgan's home. They could have easily seen Charlotte May every day. Also wenn du denen jetzt sagst, dass sie sus sind, um es wie die coolen Kids zu sagen, ganz ehrlich, du guckst auch immer deine Nachbarn an.
Hier ist irgendwas. Aber ich weiß noch nicht. Wie kriegen wir denn... Hier ist ja nur die Tür, oder? Oder ist da noch was? Hier ist ja nur die Tür. Was anderes kann ich doch gar nicht nehmen, richtig? Das heißt, ich muss mit der Tür irgendwie interagieren. Ich weiß nur nicht, wie. Ich komme auch nicht mehr aus dem Bad raus. Warum ist der Wäschekasten der McKees abgeschlossen? Achso. Wieso ist das gelb? Wieso ist das obere gelb? Also von dem unteren Absatz. Warum ist das gelb? Also goldig. Why? Was soll ich hier denn machen? Seht ihr irgendwas hier in dieser Szene von da bis da? Womit ich irgendwie interagieren könnte? Außer der Tür? Weil, also... Da sieht man ja, es ist nur zum... I spoke too soon. What on earth is inside? Also. Wow, danke, Leute. Echt, danke. Ja, und jetzt? Und was jetzt noch mit Inventar? Kurbel, was für Kurbel? Was für Kurbel? Ich bin verwirrt. Na, oh, danke schön, Lima. Das war aber lieb, danke schön. Vielen, vielen Dank. Liebe für Lima. Los, Liebe für Lima ab jetzt. Ich muss da nur die Kurbel durch die Lasche ziehen. Ich verstehe es nicht. Ach, jetzt kann ich Toilette verlassen. Okay, okay, das ist einfach nur ein Anzeige. Bestimmt für da hinten, oder? It needs something to wind it. Liebe für Lima ab jetzt. Dankeschön, Awesome, für die 240. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich finde, das wird umbruchtet in mein Haus umlaufen lassen. Ja, das stimmt. Shirley and Annabelle are close sisters. I don't know what they're currently arguing about. But they seem to love each other very much. Lieber Good Chat. To know. Ganz, ganz lieber Chat. A sister's love is forever. A shoulder to lean on when or wherever. A love built to last, strong and steadfast. A sister's love is forever. Cool. Spielen wir erstmal. So. Kurbel. Kurbel. Ich benutze Kurbel mit Kurbel. Oh Gott. Lima Lunali 1 Herz. Lima Lunali 1. Dankeschön, Nocker für die 100 Bits. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Alle zum Wasser. Hä, wie, ich hab doch aufgedreht. Also schön ist aber anders, ja? Zettel eines Fremden. Letztes Mal hatte ich so viel Spaß mit dir. Das sollten wir wieder machen. Hoffentlich hast du das Blue Mist Parfüm genossen. Das Zeug ist nicht gerade billig. Aber du bist es wert. Ruf mich unter 3283 an. Geil, endlich jemand anrufen! Is Annabelle having an affair?
Wo sind meine ganzen Sachen? Ich habe nur Aufmarken und Aufmarken. Aufgaben und Briefmarken, meine ich. Ich mache doch Fotos. An der Pinnwand. Ja, toll. Toll. Ich bin nichts. Hallo, Dark Knight Rain. Hallihallo. Ohrringe. Jetzt, komm schon. Das ist nur einer, übrigens. Ist das vielleicht trotzdem der PIN? Aber ich glaube nicht, dass sie einen PIN, also eine Telefonnummer als PIN nimmt, oder? Oder? Drei, zwei, acht, drei. Eine Telefonnummer als PIN? Die hingegangen ist. Ach, die ist bei dem Morgen. Die kommt erst morgen zurück. Now what's this then? Wir haben die Mördererwaffe. Clean bedding. This is it. The mallet I saw Thea use last night. I've got you. Schnitzel haben wir gefunden. Did you hit Charlotte May with this? DSGVO würde nicht gut finden. Marquisa coming back. Well then, what do you want me to say? I don't know, just stall him. He's been in there for ages. Also ich habe nicht rumgeschnüffelt. Es steht alles irgendwo anders. Okay. Aber naja. Okay. Just don't say anything that he might... He might what? Well, you know how you are. Do you really think I'm that stupid? Now shh. Let's just go inside. I'm waiting for you. Chad, wie verschwinden wir am unauffälligsten? Schlüssel 3. Oh, Gott sei Dank, hab ich mir das gemerkt. Hi, Leute. Ich Hallo, hab Mr. nur Cameron. Euren halben Hausstand Hello, dabei. Anne says Tony Morgan asked you to investigate his daughter's disappearance. That's right. But I'm sure she's also told you that it's merely a form. I was just telling Mr. Conway he's wasting his time. Because we don't know anything about it. Aren't you retired, Mr. Conway? Well, I'm not here officially, Mr. McKee, just as a friend of Tony Morgan's. But I do appreciate you making the time. Well, like Anne said, we had nothing to do with Charlotte May, so I don't know how I could help. And I don't have long, I'm afraid. Mr. Levy isn't very happy with me stepping out of work. I appreciate it all the same. Danke schön. Well, shall we move into the living room? Of course. Please, after you. Da, also das... You in a moment. Das war, also... Now, please, I'd like to know what you were doing at the time of the attack, if you wouldn't mind. Der Schlüssel ist auch nicht... Maybe start at 10 p.m. 10 p.m.? Well, I was at a gig that night, so I was playing down at the Sugar Ducks, men's club. Harold, my boss, hasn't paid me for a few months, so I've had to start making money elsewhere. I remember I got home around 10:40, I think. I went straight into my music room. I had a song in my head I just had to get out. Had to get out. So nothing to do with Charlotte May. You say you had to start making money elsewhere. A little, yes. A little. Like I said, Harold Levy hadn't been paying me, so... Why not? If you don't mind me asking. I think he has a few money problem. It's not my place to ask. Ich finde das normal. He doesn't tell me everything. Just that he's not paying you. Sure. So how much money have you made elsewhere? Enough to get by. Well,
That's all any of us can hope for, isn't it? I have trouble paying my bills myself, as you can probably imagine. You'll have to tell me your secret, where you make your extra cash. I'm sorry. What does this have to do with Charlotte May? Hopefully nothing. I'm sorry. We're off topic. You will forgive me. It's fine, Mr. Conway. Should I carry on? Please do. Where were we? Ah, yes. You were saying you'd entered your music room. Anyway, I think I was in my music room all the way up until... I'll be with you both in a second. Don't wait for me. Okay, my love. I was in my room until Anne called me out. Oh Gott, sie weiß, dass wir rumgeschnüffelt haben. Or something. Anne was visiting a friend that night. But I think she was back just before me. And I think she was in her bedroom. So, by all accounts, she's the one who heard it. So what time did you see Annabelle that night? And what were you both doing? Well, I didn't actually see her until we both went to the window later on. You didn't speak to her when you came home? I didn't know she was back. I was expecting her later on. Oh, I see. And why was she back so early? Well, I'm not sure. You'll have to ask Anne. Now that I think of it, with everything that happened, I don't think I asked. She must have been finished with her friend earlier than I thought. Oh, perhaps we'll ask her about that in a moment. Oh, please, if you could continue about the night. So, anyway, it couldn't have been Anne or me, you see. Because we weren't here most of the night. And in any case, the sugar ducks are a good 20-minute walk away. People would have noticed if I was missing from my gig, wouldn't you think? I'm confused. Is this all you want to know? What I was doing that night? Nothing else? In den Badezimmerschrank? Ich habe den Schlüssel damit ausprobiert, oder? Oder? Hätte ich den da reinlegen können? Oh, ich glaube, wir sind am Arsch. You say it couldn't have been Annabelle. No. She was out of town that night. She'd already paid for her tram ticket, so I said I didn't mind. Really? And she used the tram ticket? I don't understand. You say she was out of town for most of the night. Could she have been here longer than you thought? Anne didn't have anything to do with Charlotte May. Well, anything is possible. No. I'm sorry, it's not. You don't know Anne. So she's not capable of such a thing. Is she capable of deceiving you? That's my wife you're talking about. Ich mach erstmal deine Ehe kaputt. I'm not answering that. You're right. I apologize. I've overstepped my bounds. I promise you, I meant nothing by it. I have to ask these things for Tony Morgan, but... But Toby or Tony? Her, then I trust you, Theodore. It's fine. Please, if you don't mind, could you continue with the night's events? Sorry about that. I was making sure that things were where we left them. I was just saying that Mr. Conway is wasting his time because we were both out of town for most of the night. Isn't that right, my love? You were at a friend's, weren't you? You already paid for a tram ticket. That's why you couldn't come to the gig. Well, actually, Theo, I wanted to talk to you about that, but it can wait till later. Talk to me about what? Tell him you're out of town. Don't you have to get back to work? Actually... I think I do have to go, Mr. Conway. I'm sorry I couldn't be more help. You'll excuse me. Thank you for your time, Theodore. Ich glaube, die macht uns jetzt fertig. So you paid for your tram ticket. I wonder what good a ticket is if you don't end up using it. Perhaps you forgot where you were that night. Mr. Conway, I think you've more than outstayed your welcome. I don't know why I agreed to talk to you in the first place.
You must think me awfully dense if you think I don't know what you were doing while I was gone. I don't want to see or hear from you again, do you understand? This is a job for the police, not some old has-been playing detective. Bitte was? Playing? You think this is a game? Well, you'll forgive me if I don't see the fun side to abducting a small child and bludgeoning her to death with a mallet. Get out. Now. Könntest du mir auch einfach sagen, was du mit dem Fleischklopfer gemacht hast, oder dein Mann? I think that went as well as could have been expected. Was? Viel besser hätte es nicht laufen können? Ich glaube, ich sollte Sherlock mal beibringen, wie man also detektiviert und so. Sie war nicht schockiert oder hat's... Das ist das, was mich gerade wundert. Weil eigentlich so... Hä, was? From talking to the McKees, it seems apparent that they were both in Daily View at the time Charlotte May was taken. Annabelle and Thea were clearly hiding something. I observed them getting rid of a rolled-up rug and saw Theo use a mallet for God only knows what. I can't currently prove it relates to Charlotte May. And a few questions still remain. Can I prove the mallet was used to hit something living? And what could motivate Theo to kidnap and set a get? What? Ah, was könnte Theo dazu veranlassen, ein Mädchen zu entführen und zu verkaufen? Ah, was? Was? Wir reden von Kindesentführung? Was? Okay, so weit war ich noch nicht. I'm positive that Charlotte May was in that pantry. But can I prove the mallet was used to hit something living? Wir haben eine Menge Schlüssel und gerade Schraubendreher. Das stimmt. Und wir wissen, bei Spielen kannst du nie zu viele Schraubenzieher. Kann ich beweisen, dass ich mit dem Fleischklopfer auf... Was das? Mit dem Schleifklopfer. Genau. Fleischklopfer auf etwas Lebendiges geschlagen wurde. Och, verdammt. Okay. Okay. Ich finde diese Geräusche im Hintergrund so gruselig, weil das bin nicht ich. Das ist im Spiel. Die Zeitung Riverford Weekly, die am Morgen nach dem Angriff geliefert wurde. Ja, ist ja normal. Was ist das nochmal? Okay. Also, und das ist die Arzneiliste. Ich würde sagen, das nehme ich... Warte, was ist das noch? Theo hat im Sugar Dogs gespielt, im Herrenclub. Theo unsicher, wenn er nach Hause gekommen ist. Er ist 22 Uhr, dann 22:40, jedenfalls nach Auftritt. Theo monatelang nicht bezahlt, musste anderweitig Geld verdienen. Ist sofort ins Musikzimmer. Theo hatte keine Ahnung, dass Annabelle zu Hause war. Beide waren vor dem Angriff zu Hause. Annabelle hat das Krachen zuerst gehört. Annabelle vor Theo zurück, meinte, sie sei in ihrem Zimmer gewesen. Ist nicht zum Auftritt von Theo gegangen. Annabelle meinte, sie hätte sich mit einer Freundin getroffen, was sich als Lüge herausgestellt hat. Hat Theo nicht kommen hören. Das heißt, warte mal. Ja. Oh Gott. Breithart. Wow. Also so schrecklich hat sie noch nie was vorgelesen, die Frau. Dankeschön, Epi. Vielen, vielen Dank für 2 Jahre. Danke für den Resub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Epi. Happy 2 Year, Riggis oder so. Okay, wartet. Was war das nochmal? Genau. Das ist mit... Ich weiß halt nicht, also das mit dem nicht bezahlt ist ja schön. Ach so, doch, das passt ja dann. Das passt ja, wir brauchen ja. Okay, das kommt auch rüber. So. Ich würde sagen, einmal, also klicken. Geht es nicht? Doch. Ach, das ist kein Beweis. Okay, Entschuldigung. Doch, das ist auch ein Beweis. Hä? Was? Hä, wie jetzt? Entschuldigung. Hä? Hä? Hä?
Dann dir noch einen schönen Abend, EP. Träume Schönes. Wie habe ich das denn vorhin? Muss ich erst das machen vielleicht? Okay, ich würde sagen, das. Ich meine, Fleischhammer ist kein Beweis dafür, dass es was Lebendiges war. Etwas Lebendiges. Ich kann nicht verbinden. Ich kann nicht verbinden. Kann nur auf dem... Ja, ich versuch's doch. Ich versuch doch wirklich. Ich nehme jetzt alles mit, ja? Wie habe ich denn vorhin verbunden, Leute? Hat es irgendjemand noch auf dem Schirm? 45 pounds is a large sum. In my experience, the kind of money made on the black market. Theo doesn't seem like someone driven by greed. So what possible motive could compel him to kidnap and sell a young girl? Ich kann nicht verbinden. Ich kann es schieben, aber ich kann es nicht verbinden. Oh mein Gott. Ach so. Oh mein Gott. Ich muss auf die... Oh mein Gott. Okay, okay, Leute. Oh. Die blauen Sachen sind die Pin-Teile. Oh, okay, okay. Also die Mutter braucht die Medizin, ne? Was braucht die nochmal für Medizin? Blut verdünnt. 1229. Und der Chef, was ist das? Nee, das ist falsch. Alter. Hier anderweitig Geld verdienen. I need to make sure I'm scouring all of the evidence. War das nicht richtig? Oh. Stopp! Ich. Okay. Muss ich vielleicht. Darf ich vielleicht die anderen Beweise nicht mehr da haben? Das kann sein, oder? Ach, Oral Spray. Nee, warte mal. Tablets. 1, 2, 3, 1. Da bin ich voll drauf reingefallen. 1, 2, 3, 1. 45. Ach so, das passt ja dann auch. Okay, Entschuldigung. Jetzt aber. I need to look at every single detail there is. Wie jetzt nicht? Okay, ignorieren wir das fürs Erste. Nein, nicht das! Also die Steuerung ist ein bisschen, ist ein bisschen zickig, okay? Ein bisschen diewig. Mehr Beweise auf dem Bild waren, aber ich habe das jetzt nur als... Ja, same. Absolut. Was war das nochmal? Kann ich beweisen, dass mit dem Fleischklopfer auf etwas Lebendiges. Ja, die Bleiche ist halt das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt, ne? Jetzt ist nur die Frage, kann ich da einfach... Ach, da unten, oh mein Gott. For domestic use, keep away from small children, with protective gloves. Okay, ich glaube, ich muss das dann nehmen. Weil Salz. Und jetzt? Ist nicht so Auftritt von Tiergängen. Aber wie? Oh. Das kenne ich ja noch gar nicht. Warte mal, stopp, das kenne ich doch noch gar nicht. Wenn ich denke, die McKees haben ein... Ja, aber... Hä? Das kann halt... Hä, wie jetzt? Ach, die Salzkruste. Okay, wow. Gut. Now to sort out everything else. Das war so, ich dachte, es wäre ein Kratzer, sorry. Okay. Okay. So. Was haben wir denn hier? Theo nicht kommen hören? Gut. Vielleicht haben wir hier noch was anderes.
keine Ahnung, dass sie zu Hause war, muss anderweitig Geld verdienen. Was war das nochmal? Three Wheeler, Yellow Sparrow. Oder lesen. Karneval der Gelbspatzen auf drei Rädern, gelbbrauner BW Ladybird mit Fließheck und roter Tür auf was? Beifahrer? Spezialist für Silber. Okay. Alter. Roter Tür auf Beifahrerseite. Hä? Warte mal. So. Einbruch aus U-Haft entlassen. Frank Morton. Charlotte May Morgan wurde am Dienstag. Aber. Okay, warte. Was steht hier genau? Was könnte Theo dazu veranlassen, ein Mädchen zu entführen und zu verkaufen? Ich finde, meine Theorie ist gerade gar nicht so schlecht. Eigentlich. Muss ich bitten? Nein. Sie braucht ein blutverdünnendes Medikament. In meinem Land bekommen. Ich glaube, stimmt einfach noch nicht. Hä, aber Spray hat gestimmt. Oder die Tabletten. Was haben wir jetzt? 1, 2, 2, 7. Mann, wie viele blutverdünnende Sachen gibt's denn da? Ah, okay. Es war einfach eine andere Tablette. Sorry. It must have been used to hit something living. The crystallization proves it. Then they carried it down to the boot of a car. The only possible motive I can see is that Theo needed money to pay for his mother's medication. A life for a life. Could Theo really be that cold? I got the impression that Annabelle was in charge. It's not enough. I can't accuse them without something solid. I'll have to keep an eye on the McKees and continue my investigation. Hi, Dad. Dad? I think we need a little chat about your neighbors. The McKees? Damn. I can't let her see this after I made a promise. Now, why is the door closed? Dad, are you back there? Nein! Perhaps I should just come out with it. I don't know. Hello? No, it's his daughter. I'm afraid not. He must be out. Ich frage, wir trauen dich. Stimmt. I'm sorry, but... Right. Well, I'm sorry to hear that, but... Good day to you too. Was? Was denn? Was denn? Warum geht die einfach an unser Telefon? I can't stop now. Not after what I've seen. I'll just have to make sure I find something that Catherine can use in her investigation. It's the only way she'll understand.